Let's go. Willkommen auf sillyhuhn.com, dem gratis erreichbaren Minecraft Vanilla Anarchie Server, auf dem ihr so ziemlich tun und lassen könnt, was ihr wollt. So im Sinne von böse Wörter im Chat sagen, X-Ray benutzen, die Stars griefen, hacken und so weiter, ne? Also so die üblichen Verbrechen, ne? Ich bitte euch dazu, den Server nicht runterzunehmen, keine Denial-of-Service-Attacken oder anderweitiges zu starten. Falls das der Fall ist, muss ich schauen, inwiefern ich da eingreifen muss, um noch eine spielbare User-Experience garantieren zu können. Aber eigentlich ist dieser Server moderationsfrei. Ich bin die einzige Person, die Zugriff hat auf den Server und ich habe keine Minecraft-Account OP-Rechte gegeben. Dementsprechend ist alles ganz entspannt. Und was ziemlich wild ist, ich habe mich vor der Folge hier, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, schon kurz eingeloggt und schaut euch diesen Weg an. Den habe nicht ich gebaut. Und auch hier unten ist halt literally ein Bett. Also ich weiß nicht, irgendein Noob ist hier wohl vorbeigestrahlt und hat einfach ein Bett gebaut. Also ich gehe jetzt gar nicht. Die Sponges sind von mir, weil hier war alles voller Wasser. Funny auf jeden Fall. aber... Was lustig ist, also wenn wirklich hier irgendein Noob vorbeigestrahlt ist, dann hat er hier aber nicht wirklich zugeschlagen, muss man sagen. Also hier ist halt literally noch alles da. Eine geile Sache auf jeden Fall. Kann ich mich nicht beschweren. Auf keinen Fall. Also wir schauen heute ein Video von der MediaCCC.de, ein Video von 2018 mit 25.000 Aufrufen mit dem Titel 35C3 Mikrotargeting und Manipulation. Dauert 40 Minuten, ähnlich lang wird diese Episode wahrscheinlich auch dauern. Das war's dann jetzt hier von mir. Wenn euch das Video interessiert, was wir im Hintergrund anschauen, dann klickt den ersten Link in der Beschreibung. Anderweitig, wenn euch der Server interessiert, dann kommt auf den Server. Und sonst würde ich sagen, let's go, spielen wir im Hintergrund ein Video in schlechter Audioqualität an und ohne Bild für euch. Und ich werde hier ein bisschen weiter an dem Graben bauen. Let's go! Ich helfe gerne auf diesen Chaos-Veranstaltungen. Ich rede auch sehr, sehr gerne darüber. Vor ein paar Jahren sagte darauf mal jemand, CCC, das sind doch die Guten. Zu solch einer Wahrnehmung tragen auch unsere beiden nächsten Sprecher bei, indem sie mit Journalismus, Engagement und Talks wie den folgenden Aufklärung betreiben. Bitte begrüßt mit mir die beiden Netzpolitik.org-Redakteure, Konstanze Kurz und Ingo Dachwitz zu ihrem Talk Microtargeting und Manipulation von Cambridge Analytica zur EU-Wahl. Nice, Dachwitz ist ja ein geiler Name. Not gonna lie. Ja, herzlichen Dank, ein etwas pathetischer Anfang. Guten Morgen, wir freuen uns, dass ihr schon so zahlreich alle wach seid. Wir haben uns vorgenommen, über den Cambridge Analytica-Skandal zu reden, aber nicht im Kern, sondern ihn nur als Anlass zu nehmen, über die Frage der politischen Manipulation des öffentlichen Diskurses und der politischen öffentlichen Meinung zu sprechen. Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2018, wo diese Debatte erstmals aus meiner Sicht auch international geführt wurde. Und wir wollen so ein paar Ideen, die vor allen Dingen aus Brüssel und Straßburg derzeit kommen. Fuck! Denn die anstehende EU-Wahl bringt so ein bisschen politischen Druck auf. Darüber wollen wir sprechen. Und wir haben, mein Gott! Wie es sich gehört, ein paar Forderungen, von denen wir meinen, dass sie sinnvoll wären, um Desaster, wie wir sie quasi in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren erlebt haben, möglichst zu verhindern oder zumindest nicht unerkannt zu lassen. Ja, wir erinnern uns dran, der Skandal, über den wir ja gleich sprechen, der ist ja eigentlich schon mehrere Jahre lang oder jedenfalls liegt einige Jahre zurück und ich glaube, sich Methoden zu überlegen, wie man in Zukunft diese Form der Hinterrücksmanipulation zumindest erkennen kann, scheint wichtig zu sein. Genau, und wir steigen ein, würde ich mal sagen, mit einer kleinen Begriffserklärung, einfach nochmal zur Vergegenwärtigung, weil der Cambridge Analytica-Skandal ist ja auch schon doch ein paar Monate her ist und irgendwie dieses Wort Microtargeting schwirrt manchmal so rum im politischen Diskurs. Wir wollen es nochmal kurz klären. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Microtargeting sprechen? Gemeint ist die gezielte Ansprache von kleinen und Kleinstgruppen bis hin zur wirklich individuellen Größe mit zugeschnittenen Botschaften. Grundsätzlich eigentlich
politischer und kommerzieller Art. Wir wollen uns heute auf den politischen Bereich ein bisschen fokussieren. Die Grundlage, die Basis für diese gezielte Ansprache beim sogenannten Microtargeting sind Datenprofile. Also zum Microtargeting gehören immer zwei Dinge. Es ist nicht nur das Zuschneiden von Botschaften und das Aussenden von politischen Botschaften, sondern es ist immer auch der davor geschaltete Analyseschritt, die Definition von Zielgruppen und Zielen. Und das eben auf Basis von Datenprofilen, also soziodemografische Faktoren, lokale Faktoren, also ja, Ortsdaten, ökonomischer Status, Verhaltensdaten, Vorlieben, Eigenschaften und eben auch auf Basis von psychometrischen Analysen. Was genau das ist, werden wir gleich nochmal ein bisschen erklären. Und diese Methode kommt ursprünglich eigentlich aus dem kommerziellen Marketing, ist inzwischen aber weit verbreitet und immer weiter verbreitet auch im politischen Bereich. Und das sagen wir mal vorweg, uns geht es ja heute hier weder darum, einzelne Akteure jetzt irgendwie zu beleuchten, sondern eher so ein bisschen strukturell auf die Manipulationsmethoden zu schauen, die diesen Baukasten, den es gibt. Und wir werden eben auch nicht in erster Linie über Wirkungen sprechen, denn empirische Studien dazu, wie genau eigentlich Microtargeting wirkt, sind rar. Und es gibt sehr unterschiedliche und umstrittene Deutungen dieses Phänomens. Auf jeden Fall können wir schon mal festhalten, es ist sehr kontextabhängig, wie Microtargeting wirkt und hat sehr viel eben damit zu tun, welche Akteure es einsetzen, für welchen Zweck sie eingesetzt werden und in welchem Rahmen sie eingesetzt werden. Wenn man es mal ganz praktisch machen will, so geht in der Regel eine gewisse Analyse diesen Versuchungen, Kampagnen durchzuführen, voraus. Ganz praktisch, wenn man sich das mal vorstellen will, wir hatten ja vor 3 Tagen hier einen Vortrag über die Polizeigesetze. Wenn man also eine politische Partei ist, man hat ein Programm, wo man bestimmte technische Überwachungs- und Kontrollbefugnisse und ein inneres Sicherheitsprogramm an den Mann bringen will, dann lässt man sich eine ordentliche Wähleranalyse machen, die in der Regel eben auch heute eine Datenanalyse ist. Und dann wird einem vielleicht der Analytiker sagen, naja, ab einem bestimmten Alter spricht diese Message besonders an oder aber auch Alleinstehende spricht diese Message besonders an und dann nimmt man genau die Daten, die Ingo sagte und versucht, sehr zielgenaue Nachrichten auszuspielen. Ich glaube, soweit ist es auch im Wesentlichen bekannt. Ich glaube, der Punkt, den man hier machen muss, ist die Granularität. Vielleicht noch in Bezug, da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drüber sprechen, zu dem, was Friederike von Privacy International gestern berichtet hat über die Frage, dass es eben nicht nur die Benutzer dieser Plattformen sind, sondern auch Menschen, die gar keinen Account haben bei diesen Werbeplattformen, dass es sich längst auf die Mobiltelefone kapriziert, dass die Form von sogenannten, nennt sich dann Cross-Device-Campaigns, also dass man versucht, auch den Zeitpunkt festzustellen, wo derjenige gerade rezeptiv ist, wenn er vielleicht gerade in der Tram sitzt und 11 Minuten Zeit hat für bestimmte Messages. Man sieht einfach, dass es sich so ein bisschen zuzieht, aber im Wesentlichen bleibt der Kern dieser Technik eben wie beschrieben. Im Jahr 2018 begann diese, also die Fake News Debatte ist älter, wenn ihr euch erinnert, aber der Begriff ist so ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, im Laufe des Jahres ersetzt worden durch Falschinformation und Desinformation. Und wir wollen sozusagen in dem ganz kleinen definitorischen Block, den wir hier so haben, ein bisschen über Desinformation reden. Wir halten den für sehr viel sinnvoller als den Begriff Fake News. Ist auch älter und hat vor allen Dingen eine politische Komponente, wie viele vielleicht wissen, oder zumindest der Teil, der noch Russisch hatte in der Schule, gibt ja ein paar hier, kommt aus dem russischen Desinformatia und ist eigentlich so ein Begriff aus der politischen Propaganda der Geheimdienste. Denn schon vor der digitalen Welt wurde natürlich diese Form von Versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, durchgeführt. Ist ja nicht neu und man bedient sich nur der Möglichkeiten, die diese Werbeplattformen heute bieten. Und ich glaube, das sollte man noch nicht vergessen. Ja, wir haben so ein bisschen Debatte, vor allen Dingen um Großbritannien und den Wahlkampf von Donald Trump, aber diese Vorgehensweisen sind älter, sie sind orientiert an der Bedürfnisweckung in der Werbeindustrie und haben sich sozusagen eigentlich nur spezialisiert auf bestimmte Ziele. Wir wissen darüber eine ganze Menge. Zum einen, weil dieser Donald Trump Wahlkampf und das Referendum in Großbritannien ja längst nicht die ersten waren, sondern auch schon der vergangene Obama-Wahlkampf diese Methoden benutzt hat, aber sicherlich hat sich es mehr zugespitzt und waren teilweise die Ergebnisse so knapp, dass anders darüber debattiert wurde. Und ausländische Player haben in diesen Desinformationskampagnen natürlich eine Rolle gespielt und
ich hatte zugespitzt, wir wollen gar nicht so sehr darüber reden, wie wirksam, also im Sinne des Ergebnisses, diese politischen Kampagnen sind, weil die meisten der Untersuchungen dazu, vor allem die, auf die wir uns hier beziehen, die wir nachher auch offenlegen, sozusagen unsere Quellen sind, sind gar nicht so, sie kommen noch gar nicht zu einem Endergebnis. Viele haben vielleicht die Papiere von den US-amerikanischen Behörden gelesen und es gab ja auch eine politische Debatte darum, aber im Ergebnis im Sinne von gerichtsfest, dass man jemanden oder einer bestimmten Gruppe was nachweisen kann, da haben wir relativ wenig. Auch die Briten sind in Bezug auf Referendum und die Behörden, die das untersuchen und auch der Parlamentarische Ausschuss, der noch immer sozusagen seine Untersuchung fortsetzt, noch nicht zum Endergebnis gelangt hat, wenn wir also auch 2019 dann das Verfahren. Mhm. Nochmal ein paar Sätze zur Ausgangslage, wenn wir über die EU-Wahl reden, die im Mai 2019 stattfinden wird. Wie steht es um die politische Öffentlichkeit? In welchem Kontext finden diese Themen statt, über die wir heute sprechen? Zum einen ist da sicherlich zu nennen, dass wir feststellen können, dass die politische Öffentlichkeit nervös gewissermaßen ist. Wir können eine Polarisierung feststellen, gerade im Digitalen, gerade in der digitalen Öffentlichkeit und eben auch ein großes Misstrauen gegenüber einerseits etablierten Medien, andererseits aber eigentlich gegenüber allen Nachrichten, die wir im Netz finden können. Also es herrscht eine große Misstrauenskultur. Und der zweite Punkt, den wir vielleicht zur Ausgangslage nochmal sagen können, ist die Struktur, es ist so ein struktureller Punkt. Denn wir können ja feststellen, deshalb die Grafik, die digitale Öffentlichkeit. Es gibt zwei Firmen, zwei Konzerne, die essentiell sind eigentlich für die Herstellung digitaler Öffentlichkeit und auch politischer Öffentlichkeit im Digitalen. Und die heißen eben Facebook und Google mit ihren sehr unterschiedlichen Diensten. Also um es nur nochmal aufzuzählen, ja, Facebook, Instagram, WhatsApp, das Facebook-Netzwerk, dann das große Werbenetzwerk, Audience Network, mit dem Facebook eben nicht nur Webinhalte, Werbung auf eigenen Seiten, sondern auch auf anderen Seiten ausspielt und natürlich Google mit YouTube, der Google-Suche, Google News, dem Double-Click-Network und auch dem Analytics-Diensten, die sozusagen enorm wichtig und ja fast dominierend dafür sind, wie digitale Öffentlichkeit hergestellt wird. Und wir können eben sehen, dass diese beiden Dienste kommen mit diesen Tools für Microtargeting an Bord. Die gehören, sind integraler Bestandteil der Art und Weise, wie Facebook und Google digitale Öffentlichkeit herstellen und strukturieren. Einfach um mal so ein paar Tools zu nennen. Also da gehören die Insight-Werkzeuge zu. Also diejenigen, die Seiten betreiben oder Kampagnen betreiben, haben eben weitgehende Einblicke in Nutzungs- und Zielgruppenanalysen. Es gibt sehr einfache Zielgruppenbaukästen für das Ad-Targeting, wo man sich wirklich sehr leicht zusammenstellen kann, wie soll die Zielgruppe aussehen, die ich ansprechen möchte, welche Region, welches Alter, welche Eigenschaften, welche Interessen, sozusagen kinderleichtes Zusammenstellen. Und dann gibt es, was vielleicht auch einige wissen, aber dann doch irgendwie in der öffentlichen Debatte noch nicht breit genug bekannt ist eigentlich, gibt es die Möglichkeit, sowohl bei Facebook als auch bei Google mit der sogenannten Custom Audience Funktion, dass werbetreibende Menschen mit dem Targeting erreichen, zu denen sie vorher schon mal Kontakt hatten. Also wenn ich als Werbetreibender, sei es nun politischer oder kommerzieller Art, eine Liste mit Kontaktdaten habe, E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder ähnliches, dann kann ich diese bei den Diensten hochladen bzw. mit diesen abgleichen und dann genau die Menschen erreichen, die ich erreichen will. Und nicht nur das, über diese Custom-Audience-Funktion hinaus gibt es eben auch die Lookalike-Audience-Funktionen, wo diese Dienste mir nicht nur den Zugang zu den Menschen ermöglichen, deren E-Mail-Adressen ich ohnehin schon in meiner Kontaktliste ich habe, sondern Menschen, die, was deren Eigenschaften und Datenprofile angeht, genauso oder sehr ähnlich sind wie die Menschen, die ich schon in meiner Datenbank gespeichert habe. Also diese Micro-Targeting-Tools sind integraler Bestandteil der Plattform und sind die Bordmittel, ohne die die digitale Öffentlichkeit zumindest auf diesen Plattformen nicht funktioniert. Da haben wir ja diese sozusagen die Datenschutzgrundverordnung, die in Kraft getreten ist und die verschiedenen Behörden in Europa, die dafür zuständig sind und insbesondere besonders betroffene britische ICO, hat sich natürlich mit der Frage beschäftigt, ob diese Tatsache, gerade so das Beispiel, was Ingo brachte, dass man zum Beispiel eine Adressliste hat, eine Mailliste oder so, ob die nach der neuen Rechtslage überhaupt noch da hochgeladen werden dürfen bei den Werbeplattformen. Also da gibt es einen gewissen Streit.
Britischer SEO steht zum Beispiel auf dem Standpunkt, dass das so nicht mehr ginge und hat die politischen, sämtliche politischen Parteien in Großbritannien aufgefordert, das so nicht fortzusetzen. Aber es wird sicherlich noch eine Weile dauern, ehe solche Fälle letztlich vor Gericht werden. In Deutschland, nur in der Vollständigkeit, aber genau. In Deutschland gibt es die Debatte auch, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht beispielsweise vertritt die Auffassung und versucht sie im nächsten Jahr verstärkt durchzusetzen, dass auch das ohne Einwilligung der Betroffenen auf diesen Listen nicht mehr möglich ist, um es zu ergänzen. Ich meine, bei gewissen Daten ist das, war das schon vorher nicht erlaubt, also etwa wenn es um Ethnien geht oder andere Formen von Direktdiskriminierung, aber die Antworten, die im Rahmen dieses Cambridge Analytica-Skandals, auf die wir gleich nochmal ein bisschen kommen, aber auch relativ kurz, waren ja im Prinzip interessant, weil die Konzerne mal Antworten gaben mussten. Und nach Angaben von Facebook, das ist ja so, dass für das Verhalten genau 3 wichtige Kriterien ausgewertet werden. Und es sind zum einen Liking, also wo klickt man hin zum Liken, zum anderen auf welche Werbung klickt der Accountbesitzer selbst und welche Apps nutzt er. Wenn man sich natürlich mal überlegt, falls hier Menschen dabei sind, die diese Konzerne benutzen, dann kann man rückschließen auch auf die Kriterien, die eigentlich wegen des Diskriminierungsverbots nicht nutzbar wären, jedenfalls nicht direkt nutzbar wären. Aber wir wollen jetzt mal noch kurz auf den Skandal kommen, um nochmal in Erinnerung zu rufen. Es war ja so ein elendes Facebook. Ja. Im Prinzip hatte man ja im Monat 2 verschiedene Arten von kleinen und größeren Skandalen, über die man gesprochen hat. Und viele haben, glaube ich, vergessen, was die Essenz dieses Cambridge Analytica-Skandals eigentlich war und warum der international so riesige Wellen geschlagen hat, sodass sich der Konzernchef sowohl in den US-Kongress wie auch ins Europaparlament setzen musste und das britische Parlament und da seine We Get Back to You Reden gehalten hat. Das war ja eigentlich ein relativ einmaliger Vorgang. Genau, in diesem Maße haben wir eben eigentlich noch nie, oder es gab auch Berichte über Cambridge Analytica bereits seit 2015 eigentlich, also hätten wir auch schon, aber in diesem Maße haben wir noch nie eine öffentliche Debatte und eine öffentliche Einsicht eigentlich in diese Methoden des politischen Microtargeting bekommen. Der Skandal um Cambridge Analytica ist natürlich deshalb ein besonderer, weil A, der Facebook-Konzern betroffen ist und dessen besonders laxer bis verantwortungsloser Umgang mit den Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer und andererseits eben im Raum stand und inzwischen eben ja auch bestätigt ist durch die Untersuchungsberichte, dass Daten von Facebook-Nutzerinnen ohne ihr Wissen beispielsweise für das Targeting in Trumps Wahlkampf eingesetzt worden sind. Also um es einmal kurz abzurappen, worum ging es bei Cambridge Analytica? Ein ehemaliger Forscher oder damals noch Forscher an der Cambridge University hat sich zusammengetan mit der Firma Cambridge Analytica bzw. SCL, der Mutterfirma von Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, gibt es ganz interessante Geschichten zu, wie der Name zustande kommt, ist scheinbar vor allen Dingen ja ein Konstrukt gewesen, damit man dem US-Manipulateur und damals Trump-Berater Steve Bannon gefallen kann. Ja, das kennt ihn die. Was haben sie gemacht? Sie haben eine eigentlich ursprünglich für wissenschaftliche Zwecke entwickelte und auch genehmigte App eingesetzt zum Sammeln von umfangreichen Daten, Profilinformationen, Like-Informationen von insgesamt 320.000 Menschen, die dafür bezahlt worden sind, so kleinere Clickworker sozusagen, die für so Centbeträge eben diese App genutzt haben, eine mit Facebook verbundene App, und haben dort einerseits einen Fragebogen ausgefüllt, der dazu dient, eine Persönlichkeitsanalyse nach dem sogenannten Ocean-Modell, psychologisches Modell, relativ weit verbreitet und etabliert, zu machen, dass einem die Einordnung der Persönlichkeit anhand von 5 Charaktereigenschaften ermöglicht. Wir haben aber nicht nur diesen Fragebogen ausgefüllt, sondern eben einerseits einen umfangreichen Datensatz bewusst oder unbewusst über sich preisgegeben, ihrer Facebook-Daten und eben über insgesamt 87 Millionen Freundinnen und Freunde, mit denen sie auf Facebook verbunden waren. Und Cambridge Analytica bzw. diese Forschungsfirma des Cambridge-Forschers Alexander Cogan haben dann
diese Persönlichkeitsanalysen von den 320.000 Menschen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben, gemacht und dann anhand der Facebook-Daten Ähnlichkeiten, wieder nach Datenprofilen Ähnlichkeiten ausgewertet, sodass sie am Ende Persönlichkeitsprofile, psychologische Persönlichkeitsprofile von 87 Millionen Menschen hatten, unter anderem 30 Millionen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner. Diese Daten sind an Cambridge Analytica bzw. SCL gegangen. Die wiederum haben sie mit ihren umfangreichen eigenen Datenbanken in den USA haben die laxeren Zugriff auf Datenbanken über Wahlverhalten und registrierte Wählerinnen und Wähler verbunden und diese genutzt, um die Trump-Kampagne politisch in der politischen Kommunikation zu stärken. Wofür haben sie das eingesetzt? Unter anderem haben sie, so beschreibt es der Whistleblower Christopher Wiley, eben ganze passende Informationsökosysteme aus Blogs und Webseiten eigentlich aufgesetzt für die Manipulation einzelner beziehungsweise von Gruppen. Je nach Themengebiet haben sie eben einzelne Blogs und Webseiten aufgesetzt, um den Eindruck einer neutralen Öffentlichkeit oder einer neutralen Berichterstattung zu machen und Leute auf bestimmte Themen dann eben anzusprechen, sei es etwa Waffenrecht oder ähnliches oder die Migrationsfrage. Also besonders auch politisch umstrittene Fragen. Also wo sich Leute wo eher polarisieren wird. Nicht nur das, dann ist es eingesetzt worden für auch das Microtargeting im Haustürwahlkampf, der in den USA eben eine besonders große Rolle spielt. Also bis zu 32 unterschiedliche Gesprächsleitfäden haben die Haustürwahlkämpfer eben bekommen und wussten in etwa, okay, wenn ich jetzt an dieser Tür klinge, welchen Leitfaden muss ich jetzt einsetzen? Und was wir online gesehen haben, ist eine gezielte Negativkampagne gegen Hillary Clinton, bei der die Trump-Kampagne oder Pro-Trump-Campaigner nicht versucht haben, Leute davon zu überzeugen, Donald Trump zu wählen, weil sie wussten, bestimmte Wählergruppen sind überhaupt nicht zu erreichen für diesen Typen, sondern es ging um strategische Demobilisierung der Gegenseite. Also bestimmte Wählergruppen, in denen Hillary Clinton besonders stark ist oder klassischerweise stark gewesen wäre, Frauen, People of Color und so weiter, sind mit gezielten Negativinformationen beispielsweise auf Facebook versorgt worden, um die Gegenkandidatin zu diskreditieren. Beispielsweise Frauen haben dann sehr viel Wahlwerbung bekommen, die auf den Seitensprung oder die Untreue von Bill Clinton angespielt haben, um das Bild von Hillary Clinton als wackerer Feministin, das so die demokratische Kampagne so ein bisschen versucht hat zu zeichnen, eben zu schwächen. Nun ist das Negative Campaigning in den Vereinigten Staaten sehr viel weiter verbreitet als in den typischen europäischen oder gar deutschen Wahlkämpfen. Dennoch hat es natürlich eine andere Form von Manipulationsmacht, wenn eben nicht an alle gerichtet über Fernsehspots läuft, sondern eben typisiert ausgespielt wird. Es gibt kein Endergebnis, inwieweit tatsächlich das Wahlergebnis davon beeinflusst war. Es gibt das klare Ergebnis, dass es eine Beeinflussung gab, aber nicht etwa das Ergebnis, dass es keinen Präsidenten Donald Trump gegeben hätte, ohne diese Form der Online-Manipulation. Wer sich ein bisschen auseinandersetzt mit dem US-amerikanischen Wahlsystem, weiß natürlich, dass man an bestimmten Lokationen eine Manipulation sehr viel wirksamer durchführen kann, wenn man etwas über die Verteilung sozusagen weiß. Und so hat natürlich auch Location Data, also die Frage, wo befinden sich Personen, die denen möglichst eine demotivierende Message zukommen lassen will, damit sie nicht zur Wahl gehen, hat natürlich eine größere Rolle gespielt im Vergleich zu dem Obama-Wahlkampf davor, wo das übrigens kaum kritisiert wurde, wo es ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit gab. Und am Ende sind es etwa 70.000 Stimmen gewesen, die über den Wahlentscheid oder über den Wahlausgang entschieden haben in drei unterschiedlichen Bundesstaaten. Also so knapp ist diese Wahl am Ende ausgegangen. Ja. Okay. Wir wollen ein bisschen sprechen über Brexit-Referendum. Zum einen, weil das Ergebnis auch so furchtbar knapp war, weil die Untersuchungen im britischen Parlament sehr viel öffentlicher sind und genauer sind und weil natürlich die Aussagen, die auch nach dem Brexit, nach dem Cambridge Analytica-Skandal dann dort gemacht worden, nachzulesen sind. Aber auch, weil das ICO, die britische ganze Fragenkataloge, sowohl an die Konzerne wie aber auch an die britische Parteien gestellt hat. Und eben versucht hat auszuwerten, was ist denn eigentlich, was wird eigentlich wirklich getan? Denn man kann, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest nicht immer nur
diese Werbekonzerne und Datenfirmen an die Kante rannehmen, sondern man muss sich natürlich auch fragen, wie sind denn die politischen Parteien, die ja qua Aufgabe die Regulation dafür machen, eigentlich selber daran beteiligt? Da ist ja ein ganz klarer Interessenkonflikt. Denn wir reden hier anders als, glaube ich, gerade am Anfang des Jahres viel so diskutiert wurde. Wir reden ja über ganz klare Machtfragen. Ja? Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass anders als beim US-Wahlkampf, wo, meine Güte, nach 4 Jahren wird da jemand neu gewählt und maximal 8 Jahre kann Trump da Präsident sein. Das ist, denke ich mal, die Entscheidung aus für ein Land, aus der EU auszusteigen, sicherlich für mehrere Generationen eine weitreichende Entscheidung. Also von dem Ergebnis finde ich noch schwerwiegender und knapper. Genau, was haben wir gesehen beim Brexit-Referendum oder was haben die Untersuchungsberichte rausgefunden? Unter anderem, also wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Beispiele durch, um so den Blick nochmal ein bisschen zu erweitern. Unter anderem beim Brexit-Referendum ist unter anderem zu sehen gewesen, dass die Leave-Kampagnen, also die Pro-Brexit-Kampagnen, untereinander fleißig Daten ausgetauscht haben, was natürlich nicht der Zweckbindung dem Datenschutzgrundsatz der Zweckbindung entspricht. Wenn ich als jemand, der sich für das Thema interessiert, einer Kampagne meine Daten zur Verfügung stelle, beispielsweise Kontaktdaten, gehe ich nicht davon aus, dass meine Daten an andere Konzerne oder weitere Kampagnen, die formell unabhängig sind und eigentlich auch nicht zusammenarbeiten dürfen, weitergegeben werden. Was haben Sie noch herausgefunden? Unter anderem gibt es einen britischen Versicherungskonzern, dessen Geschäftsführung eng verbunden ist mit einer der Leave-Kampagnen oder war mit einer der Leave-Kampagnen, die unter anderem dann die Kundenlisten dieses Versicherungskonzerns eingesetzt haben, um zielgerichtet Menschen anzurufen und mit Wahlkampfbotschaften pro Leave zu bombardieren. Typisch kann man noch sagen, es war eine ganz klassische oder mehrewige Desinformationskampagne. Also die Wahrhaftigkeit der Nachrichten, die ausgespielt wurde, war fragwürdig. Da sind aber auch immer noch Gruppen dran, die daran auswerten und auch, wir haben vorhin schon erwähnt, die parlamentarische Untersuchung und die Untersuchung des ICO, das ist sozusagen wie so eine Bundesdatenschutzbehörde, da vergleichbar kann man sagen, in Großbritannien, ist noch immer nicht abgeschlossen. Genau, in Anbetracht der Zeit machen wir die folgenden Beispiele, die Sie im Blick so mal ein bisschen weitern, mal eher kurz, aber wir wollen sie doch zumindest einmal erwähnen, damit man es mal gehört hat. In Irland hat in diesem Jahr ein Referendum über das bis dato sehr straffe und scharfe Abtreibungsrecht stattgefunden, mit einer hochgradig polarisierten und in der Öffentlichkeit umkämpften Kampagne oder Kampagnen. Und unter anderem konnten wir feststellen, dass in diesem politischen Kampf um das Abtreibungsreferendum nicht nur Akteure aus Irland mitgespielt haben, sondern es ist öffentlich geworden, dass auch religiöse Fundamentalistengruppen aus den USA beispielsweise die irische Bevölkerung mit Microtargeting versucht haben zu erreichen, haben unter anderem sogenannte Aufklärungswebseiten, Facebook-Kampagnen und so weiter aufgesetzt, um vermeintlich Unentschiedene zu erreichen und mit vermeintlichen Fakten eben aufzuklären. Facebook hat, als es öffentlich wurde, dann irgendwann auch unterbunden, dass Akteure oder zumindest versucht zu unterbinden, dass Akteure aus dem Ausland hier mitmischen dürfen. Also typisch ist eben, weil wir daran nur festhalten wollen, ist, dass man mit relativ kleinen Summen, also Summen, die für finanzstarke Länder einfach überhaupt keine Rolle spielen, in hohem Maße Einfluss nehmen kann auf ein ausländisches Referendum oder eine Wahl. Das ist natürlich auch nicht neu, aber ich glaube, auf diese heimliche Hinterrücksart, Weise und möglicherweise unbemerkt von denjenigen, die betroffen sind oder erst später bemerkt, ist natürlich insofern ein neues Phänomen. Aber es wird sozusagen noch schlimmer, wenn man einen Blick nach Afrika wirft. Genau, in Kenia hat 2017 ein ebenfalls hochgradig polarisierter Wahlkampf, boah, Präsidentschaftswahlkampf zwischen im Wesentlichen zwei Parteien oder Parteiengruppierungen stattgefunden. Was wir sehen können, ist, dass in Kenia wie in vielen afrikanischen Staaten die Datenschutzgesetze natürlich deutlich schwächer sind und die Parteien über ein erhebliches Maß an eigenen Datenbanken verfügen, gleichzeitig Zugriff auf Wahlregister haben mit Ausweisnummern, Telefonnummern, Namen und biometrischen Angaben von den zum Wahlen Registrierten. Und
Auch dort haben wir ein gezieltes, groß angelegtes Negative Campaigning gesehen, unter anderem auf, ja, oder durch die Kampagne des damaligen Präsidenten und auch heute oder dann wiedergewählten Präsidenten Uhuru Kenyatta, unter Nutzung beispielsweise der auch in Deutschland und in den USA nicht ganz unbekannten Negative Campaigning Organisation Harris Media aus den USA. Und was wir da gesehen haben in Kenia ist, dass eine Entwicklung, die wahrscheinlich so ein bisschen vorwegnimmt, was wir auch in europäischen Wahlkämpfen erleben werden, nämlich dass sich dort sehr viel verlagert hat in Messenger-Gruppen und dass dort sozusagen auch das zielgerichtete Werben vor allen Dingen dann in zugeschnittenen Messenger-Gruppen, WhatsApp-Gruppen stattgefunden hat. In denen dann eben auch gezielt mobilisiert wurde und Menschen dann einfach, weil ihre Telefonnummern bei den wahlwerbenden Akteuren bekannt waren, hinzugefügt wurden, ohne gefragt zu werden und dann dort bombardiert wurden mit Nachrichten. Ich denke, wir können, wir wissen ja bereits, dass 2019 so ein bisschen über 20 Wahlen in Europa stattfinden und die EU-Wahl. Das ist, glaube ich, interessant, auf die neuen Kanäle zu blicken. Betrifft aber natürlich nicht nur WhatsApp, sondern da muss man, glaube ich, auch Instagram im Auge behalten. Man kann eigentlich so dieses Follow-the-Money-Modell ganz gut fahren. Man kann also gucken, wo gehen die oder wo steigen die Zahlen für Advertisement und dann kann man immer ungefähr sehen, wo die nächsten technisch interessanten für diese Manipulationszwecke ebenfalls benutzten Plattformen sind. Das hat sich so ein bisschen kapriziert auf Facebook. Das liegt aber auch daran, dass natürlich die Nutzung in den verschiedenen Kontinenten sehr unterschiedlich ist. In Afrika ist halt Facebook enorm verbreitet, aber auch die Twitter-Nutzung relativ stark. Wir könnten jetzt noch andere Beispiele nennen, die wir jetzt mal weglassen. In Frankreich ist das sehr intensiv debattiert worden. Wir haben südamerikanische Fälle. Wir haben Fälle wie in Kenia, wo also internationale Fälle, wo sozusagen so polarisiert war, dass es zu Gewaltausbrüchen geführt hat, was wir so in Europa noch nicht gesehen haben. Wir wollen uns aber jetzt nochmal auf ein Beispiel in Österreich nochmal stürzen, weil auch so ein typischer Fall ist, wo man, glaube ich, so ein Muster erkennen kann. Genau, es fühlt sich ja immer so weit weg an, oder kann man sich für manche jedenfalls im österreichischen Wahlkampf, Parlamentswahl und Präsidentschaftswahlkampf haben wir unter anderem erleben können, wie ein Berater und Wahlkampfmanager der sozialdemokratischen Partei, Thal Silberstein, so ganz tief in den Methodenkoffer der Desinformation oder eigentlich der digitalen Manipulation gegriffen hat nämlich Facebook-Seiten, gefakte Facebook-Seiten aufgesetzt, unter anderem die Seite Wir für Sebastian Kurz, also der SPÖ-Wahlkampfmanager, oder Wahlkämpfer setzt eine Seite auf Wir für Sebastian Kurz, die so den Anschein vermitteln sollte, dass dahinter eine ÖVP-Kampagne, die Partei von Sebastian Kurz, steht. Einerseits, um die Kampagne in... Okay, Konstanze weist auf die Zeit hin. Also unter anderem auch, um Daten zu sammeln, sozusagen, um also eine Facebook-Seite mit, ich glaube, 15.000 bis 20.000 Followern am Ende gewesen, unter anderem um wiederum Informationen über ÖVP-Sympathisanten auf Facebook zu bekommen, die dann mit gezielter Negativkampagne erreicht werden können. Die andere Seite, die Wahrheit über Sebastian Kurz, ging dann in die andere Richtung, da wurde dann versucht, einen FPÖ, einen FPÖ-Schlag zu gehen. Also auch hier ist natürlich heftig debattiert worden, kann man sich vorstellen, die Opposition auch im Parlament. Auch hier ist nicht wirklich im Ergebnis klar, ob diese Form der versuchten Kampagnen im Ergebnis wirklich das Ziel erreicht haben. Genau. Aber ohnehin ist natürlich muss man tatsächlich sagen, ist in Österreich der Einsatz von Microtargeting und auch verdecktem Microtargeting deutlich stärker gewesen. Silberstein-Beispiel ist jetzt natürlich ein besonders krasses, aber eben auch natürlich die anderen politischen Akteure haben das eingesetzt. Deutschland, das können wir ganz kurz machen tatsächlich. Wo die Angst war groß, muss man sagen. Da einfach weil die Debatte ja schon losgegangen war, da gab es noch, wenn ihr euch erinnert, den Bundestagssack.
Also die Angst war relativ groß, dass man eine Form von Manipulation von innen oder von außen nicht so richtig beherrschen könnte, dass die Leaks, die ja auch in dem US-Wahlkampf eine große Rolle gespielt haben, der E-Mails möglicherweise durch den Bundestagshack auch noch eine Rolle spielen. Also es gab eine große Angst und Unsicherheit im Bundestag vor der Wahl. Man muss sagen, dass die Parteien außer einer relativ wischiwaschi Selbsterklärung Selbstverpflichtungen nicht viel dazu beigetragen haben, diese Angst beiseite zu schieben, zumindest nicht, indem sie aufgeklärt haben. Wir haben versucht, bei netzpolitik.org in der längeren Recherche so ein bisschen zu zeigen, dass welche Methoden setzen eigentlich die Parteien ein, auch wie viel Geld setzen sie ein für Online-Campaigning beispielsweise und für Targeted Advertising. Und man muss sagen, wir sind da eigentlich gegen Wände gerannt. Also Ingo hat die einfach mal gefragt. Ich meine, wir sind ja nicht nur diejenigen, die die Regulierung entscheiden, sondern auch selber dafür Gelder einsetzen. Also hat sich Ingo hingesetzt und hat die alle mal angeschrieben, hat gesagt, ey Freunde, sag doch mal, liegt doch mal offen. Nicht nur wie viel, sondern auch wem und mit welchem Ziel ihr versucht, diese Kampagnen zu fahren, die ihr jetzt nicht Desinformation nennen will, sondern erstmal Wahlwerbung. Und genau. Die Ergebnisse, die sind relativ eindeutig, nämlich fast null. Genau, fast null. Man muss es eben dazu, also die Grünen sind diejenigen, die tatsächlich Aufklärung oder die am offensten waren in der Kommunikation. Die Linken haben auch relativ viel Einblick gegeben und haben relativ offen darüber gesprochen. Aber FDP, AfD, CDU und SPD waren extrem verschlossen darüber und haben eben wenig dazu beigetragen, eigentlich für Aufklärung zu sorgen an der Stelle. Ja. Wir wollen es einmal nochmal runterdampfen. Weil wir eben gesagt haben, es geht ja uns eigentlich nicht um die Beispiele und die einzelnen Akteure, sondern es geht um die Methoden. Also mit welchen Methoden der Manipulation müssen wir denn rechnen? Worauf müssen wir achten oder worauf sollten wir uns einstellen, wenn wir an die Europawahl 2019 denken? Wir haben sie einfach nochmal so ein bisschen versucht aufzuschreiben. Natürlich das Verführen, also die auf individuelle Persönlichkeitsprofile zugeschnittenen Botschaften. Ja, die ist natürlich, wir wollen damit nicht unbedingt sagen, dass irgendwie der einzelne Wähler jetzt plötzlich die Aufgabe kriegt. So sind doch unsere Forderungen, die wir sozusagen gleich bringen wollen, nicht gestaltet. Aber auch diejenigen, die darüber berichten oder die betroffen sind, müssen sich natürlich irgendwie mit den Methoden der versuchten Manipulation auseinandersetzen. Also soll aber natürlich jetzt nicht sagen, der Einzelne soll darauf achten, sondern wir sind schon dafür, dass wir eine politische Lösung dafür brauchen und auch eine gezieltere Informationssammlung. Genau, diese Liste kann helfen. Wir gehen jetzt nicht nur mal im Einzelnen durch. Genau. Lass uns noch mal kurz gucken auf die Maßnahmen, die in der EU bereits ergriffen wurden, weil natürlich das Thema in der politischen Debatte auch angekommen ist. Ja. Also zum einen gibt es seit Dezember, also gerade erst, einen sogenannten Aktionsplan. Der ist natürlich ein bisschen größer geraten, als nur Gegenmaßnahmen für Desinformationskampagnen zu finden. Aber der Aktionsplan ist von der EU-Kommission. Der hat natürlich erstmal überhaupt Maßnahmen ausgerollt und vorgeschlagen. Was dabei blieb es dann? Denn es ist ja nicht so, dass eine EU-Regulierung, ob es jetzt eine Richtlinie oder eine Verordnung oder so, wäre schnell durchzudrücken sei. Man hat quasi so eine Art Vorschläge unterbreitet und fordert die einzelnen Länder auf, die umzusetzen. Die sind aber größer als nur Desinformationen. Da geht es natürlich auch um IT-Sicherheit, gar keine Frage, weil man aus den vergangenen Desinformationskampagnen natürlich auch schließen kann, dass strategische Hacks mitbenutzt werden. Da geht es um die Schaffung von Stellen. Das heißt, man versucht, Informationen zu sammeln, aber auch ganz gezielte Gegenpropaganda zu bezahlen. Das ist gerade aktuell den Briten auf die Nase gefallen. Denn in Großbritannien wird ganz intensiv darüber gestritten, dass einer von der britischen Regierung bezahlte Klitsche gegen den Oppositionschef eine Kampagne fährt. Das heißt, man hat eigentlich Russen gegen Propaganda machen wollen und plötzlich hat man Jeremy Corbyn, den Oppositionsführer, quasi sein Ziel und hat ihn als Putin-Versteher diskreditiert, wo natürlich große Aufregung im britischen Parlament gab. Also diese Vorhaben, jetzt bauen wir dieselben Strukturen zur Gegenpropaganda, ist in mehreren Ländern schon gescheitert und hat im britischen Fall, den ich eben kurz ansprach, kann man auch gerne nachlesen, das ist dieses Institute of Statecraft, da gab es auch eine parlamentarische Debatte drüber jetzt im Dezember, hat schon Auswirkungen auf andere Länder und die haben auch gleich noch Spanien getargetet, wo ihnen von der Regierung benannte Geheimdienstchef nicht gepasst hat, da haben sie dieselben Methoden für ein ausländisches Land angewandt. Also ja, wir sehen, der Aktionsplan ist erstmal schön gemeint,
Aber besteht auch aus Methoden, die ausgesprochen fragwürdig sind und ist natürlich in keiner Weise bindend, sondern ist erstmal ein Vorschlag und wird viele politische Parteien überhaupt nicht interessieren, weil sie diese Maßnahmen selber nämlich benutzen wollen. Was man aber mal positiv an der Stelle zumindest bei diesem Aktionsplan sagen muss, natürlich die EU-Kommission, ja, bin ich schon, die EU hat natürlich wenig, überhaupt wenig Befugnisse in dem Bereich, aber ein erster Schritt natürlich viel zu spät ist, aber überhaupt erstmal ein Monitoring der sozusagen dieser Manipulationsmethoden und auch des Themas Desinformation zu machen. Bei einem ersten Treffen im Jahr im Frühjahr 2018 musste die EU eben feststellen, die Wahlbehörden beispielsweise in den Ländern sind vollkommen blank bei diesem Thema. Das findet da einfach nicht statt. Auch teilweise nicht geantwortet. Also die hätten so einen Katalog, die haben manchmal gar nicht geantwortet auf die Fragen. Also das ist nicht nur, dass sie nichts hatten, sie haben auch keine Fragen beantwortet oder Maßnahmen angekündigt. Mhm. Muss auch dazu sagen, wir wollen mal auf die Forderungen übergehen. Genau, wir nennen noch einmal der Vollständigkeit halber, dass das EU-Parlament auch Forderungen, allerdings unverbindliche, zu dem Themenkomplex verabschiedet hat. Die finden sich in unserer Leseliste, aber auf die gehen wir jetzt nicht mehr ein, sondern wir kommen jetzt mal auf unsere Forderungen zum Schluss. Okay. Was? Also das Erste ist, glaube ich, das müssen wir auch angesichts der ziemlich polarisierende Debatte um die Datenschutzgrundverordnung nochmal feststellen. Diese Form von in Europa harmonisiertem Datenschutz ist ein Manipulationsschutz. Denn wenn die einzelnen Länder in Europa feststellen, dass die Art, wie politische Campaigning mit den sozusagen mit verschiedenen Datenarten über die Werbeplattform durchgeführt wird, jetzt nicht mehr rechtmäßig ist, dann ist das ein strategischer Vorteil in Europa, wo wir so viele Wahlen haben, um zumindest eine Möglichkeit zu haben, aufzudenken, wenn jemand hintenrum manipulieren will mit einer politischen Kampagne. Und so müssen wir, glaube ich, den Datenschutz auch anders sehen als früher. Er ist ein Manipulationsschutz und wird es in Zukunft sogar noch stärker werden, denn unsere Profile, das ganze Tracking, das haben wir bei Friederike gestern gelernt, nimmt ja in einem Maße zu, auch dann, wenn wir keine Facebook-Opfer sind und uns da keine Accounts geklickt haben. Und wer von euch Google-frei ist, das sind wahrscheinlich nicht so viele in diesem Raum. Also da hat sich, glaube ich, das verschoben in der Wahrnehmung. Und da sollten wir auch darauf bestehen, dass wir diesen Datenschutz so sehen. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar konkretere Forderungen, die wir ganz gerne in Europa hätten. Die wir in den letzten zwei Minuten Werbezeichen bekommen, noch vorgehen, durchgehen. Ein großer Block ist natürlich das Thema Transparenz, weil wir feststellen können, dass Wahlkampf hat natürlich immer, oder politische Kommunikation hat natürlich immer was mit Manipulation oder zumindest was mit Überzeugung zu tun. Aber was wir sehen können, ist, dass die digitalen Plattformen mit ihren Tools es eben ermöglichen, dass eine ganz krasse Asymmetrie entsteht zwischen denjenigen, die politische Kommunikation betreiben und manipulieren wollen und denjenigen, die manipuliert werden. Deshalb ist es unbedingt notwendig, für Transparenz zu sorgen. Also beispielsweise, dass politische Werbung entsprechend gekennzeichnet ist, da wo sie ausgespielt wird, für alle immer nachvollziehbar mit einer Kennzeichnung oder zumindest der Möglichkeit, sich das anzuschauen, wer ist jetzt eigentlich die Person, die mich hier erreicht, wer finanziert diese Anzeige? Genau. Und dazu würde natürlich auch eine Informationssammlung zählen. Nicht nur so ein umfassendes, also ein Transparenzregister, sondern auch, welche Anbieter bieten Dienstleistungen, also auf der Anbieterseite an, welche sind das und welche einzelnen Dienste werden benutzt mit welchen Geldern. Das gibt es in manchen Ländern, die Briten haben das etwa erhoben. Das ist ganz interessant, weil man auch über die Daten von 2016, 17, 18 sieht, wohin die Gelder verschoben werden und ob zum Beispiel ein Teil schon in diesem Cross-Devising fällt und bei welchen Konzernen es landet, mit welchen Summen. Wir reden da etwa zuletzt von 3,2 Millionen Pfund, also gar nicht so wenig. Diese Daten gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht. Wir wissen nicht die Anbieterseite und wir wissen in Deutschland zum Beispiel nicht, wie viel wofür ausgegeben wird. Sollten wir ändern, würde aber bedeuten, dass man in Deutschland insbesondere das Parteiengesetz ändern muss. Denn da steht ja sozusagen die wesentlichen Regelungen drin für die Transparenz bei der Parteienfinanzierung. Die sind ja okay in Deutschland, aber beziehen sich halt auch nicht so sehr darauf, wohin. Und diese ganze Gleichheit zwischen Kandidaten, sodass man ihnen, wie man es im Fernsehen hat, gleiche Möglichkeiten einräumt, die sind in Deutschland im Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Der umfasst aber diese Werbekonzerne gar nicht. Das heißt, diese Gleichheit der Kandidaten, dass sie also in gleicher Weise an die Wähler herankommen, ist so nicht gegeben bei diesen Werbeplattformen. Genau.
Das Recht ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir als Wählerinnen und Wähler die Parteien in die Pflicht nehmen sollten. Also es kann eigentlich nicht sein, dass die nicht darüber Auskunft geben, wie viel Geld sie, woher das Geld kommt, aber wie viel Geld sie ausgeben für bestimmte Maßnahmen und nach welchen Kriterien sie welche Gruppen eigentlich ansprechen, mit welchen Botschaften. Also, dass man denen da immer hinterherlaufen muss, dass man kaum dazu kommt, kann nicht sein, sondern sie müssen proaktiv dazu gebracht werden, Transparenz und Faktentreue voranzubringen. Genau. Psychometrisches Profiling im politischen Kontext ohnehin schwierig, also ja, diese Art von Verhaltensauswertung, oh nö, ey. Also ich habe nichts dagegen, wenn es vor allen Dingen für politische Campaigning, aber vor allen Dingen auch für bestimmte besonders anfällige Bevölkerungsgruppen, die besonders schutzbedürftig sind, einfach nicht mehr erlaubt wird. Also wenn. Genau, wir machen den letzten Punkt, wir bringen es zusammen, die insgesamt dieses Ökosystem, dieses Informationsökosystem, in dem die politische Öffentlichkeit heute stattfindet, auf den digitalen Plattformen. Wir kommen auf die letzte Folge. Vor allen Dingen Facebook und Google bilden inzwischen eine Form der Manipulationsindustrie, die nicht durch kleinere Maßnahmen, sicherlich ist es wichtig, in kleineren Maßnahmen Transparenz und Verantwortlichkeit herzustellen, aber das Grundproblem ist diese Manipulationsindustrie, die diese Tools von vornherein mitliefert und die ein hohes Missbrauchspotenzial haben, die in die Verantwortung genommen werden muss und eigentlich überwunden werden muss. Punkt. Im Übrigen, das ist der letzte Satz, really. Weil wir jetzt am Ende hetzen müssen, wir werden auch nochmal darüber schreiben und über die Forderungen, die wir jetzt nicht so genau beschrieben haben, schriftlich uns sozusagen bei der Politik auch äußern. Übrigens, ja, wo ist denn mein Dirt hin? Facebook und Google zerschlagen werden müssen. Vielen Dank. Ansage ist raus. Facebook und Google zerschlagen, ja, dann viel Spaß. Nice. Spannender Talk. Da ist mein Dirt, hä? Was ist denn passiert? What the fuck? Ja, Leute, das war's dann auch mit dieser Episode. Wenn euch der Vortrag vom CCC gefallen hat, dann schaut doch da mal vorbei und gebt der mediaccc.de ein Like und einen netten Kommentar. Wenn euch der Server interessiert, auf dem ich hier spiele, dann schaut doch mal auf silihun.com vorbei. Der Minecraft-Server Lasergurken nennt es immerhin ein gekennzeichnetes Werbevideo. Willkommen zu dieser Dauerwerbesendung für diesen Minecraft-Server, ne? Eigentlich ist es nicht wirklich gekennzeichnet, oder? Ihr seid ganz große Opfer von Microtargeting an der Stelle auf jeden Fall. Kommt jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Oh Mann, hey. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode dieser Dauerwerbesendung wieder. Oder wir sehen uns in Game.